Hallihallo, Löcher, meine Freunde, und herzlich willkommen hier zum nächsten Spiel, und zwar Gold Rush The Game, hier bei Charity Gamer. Ja, das ist das dritte Spiel heute, und das geht jetzt die nächste Dreiviertelstunde, und jetzt habe ich gerade geschaut, ich habe da einen uralten Spielstand, Bahnsammeln nennt sich der. Ich weiß jetzt nicht, wie weit, dass ich dort schon bin. Da schauen wir jetzt mal rein und überlegen uns, ob wir dort weitermachen. Ich glaube aber, das ist der Spielstand, den ich damals gemacht habe. Noch vor Weihnachten, als ich das mal gestreamt habe. Ich hoffe, dass ihr vom Spiel was hört. Und normal sollte der Musiksound aus sein vom Spiel. Und ich weiß nicht, warum das der noch an ist. Irgendwie passt sowas nicht. André, servus. Komm, jetzt bin ich gespannt, wo ich jetzt da bin. Nicht, dass das der eine Spielstand ist, wo ich alles Mögliche mir schon organisiert hatte, den was ich selber mal gespielt habe. Ich weiß es nicht mehr. Ah, jetzt ist der Sound lauter. Gut. Ups. So. Wir haben das Slot-System geändert und euch euer ganzes Geld zurückgegeben. Nun könnt ihr weiter einkaufen und nach neuen Regeln spielen, ohne dabei auch nur einen einzigen Dollar zu. Aha. Okay. Oh, ja, da liegen noch zwei rum. Ich glaube, das ist von unserem letzten. Ja, genau, da haben wir noch nichts. Genau, das sind wir damals stehen geblieben. Genau. Irgendwie habe ich nämlich da ausgewaschen, glaube ich. Genau, da haben wir da unten angefangen. Aber ich habe das Gefühl, das läuft schlechter. Weniger FPS wie vorher. Nee, ne? Na gut, schauen wir mal. Haben wir jetzt wieder die Eimer das letzte Mal noch leer gemacht? Jo, die sind alle leer. Gut. Aufnehmen? Was ist mit dir los? Komm, hopp. Hä? Was ist denn da los? Der geht. Und der backt. Ah, jetzt geht er auch. Gut. Okay, dann nehmen wir natürlich die Eimer mit. Goldhammer 5,4. Okay. Unzen sind es, glaube ich. Da steht das Zeug schon rum. So, dann müssen wir eine da unten reinstellen. Dann müssen wir oben erstmal starten. Die Pumpen. Was? Der Spielsound ist zu laut. Nein, nicht Hauptmenü. Einstellungen, Ton. Gut. So, ich hoffe, das passt jetzt. Hopp. So, dann machen wir. Oh, da ist fast kein Benzin mehr drin. Ui. Dann müssen wir da jetzt erstmal Benzin auftanken. Ich hoffe, wir haben da irgendwo einen Kanister rumstehen. Ist da noch was drin? Nein. Da in der Hütte war, glaube ich, nichts im Zelt. Nein, man muss ich den da hinten noch holen. Eieiei. Da ist einer. Da ist noch was drin. Genau, ab. Tanken gehen, tanken gehen. So, dann benutzen. Oh ja, der geht dann so langsam leer. Der Kanister müssen wir irgendwann wieder auffüllen. Ja, den stellen wir jetzt erstmal dahin. Schalten wir das erstmal an, weil das brauchen wir. So. Gut. Dann. Mal schauen, den einen bitte einstellen, glaube ich. Den müssen wir auch wieder.
dass der seinen Job weitermacht. Arbeiter. So, Parzelle Old mit Wasserpumpe. Genau, zuweisen. So, jetzt arbeitet er wieder. Und schon geht's. Wow, schau mal, wie schnell das Gold hochgeht. Aha, ja, da werden wir reich. So, da passt's noch. Da müssen wir jetzt auch anmachen. So, und hier unten brauchen wir noch nichts. Okay, gut. So, dann müssen wir jetzt anmachen. Warum geht da nichts? Achso, ja. Anmachen. Anmachen. Gut, läuft. Wasser ist da, Strom ist da, gut. Dann wollen wir mal baggern hier. Oh Mann, mal schauen, ob ich es noch kann. So. Ach, jetzt haben sie da noch ein Ding drin. Aha. Müssen wir erstmal starten. Jetzt ist zu leise, oder? Hi, Lipsy. Was passt? Okay, dann ist gut. Wir müssen jetzt umstellen auf, wie war das? Nein! Wie dreht sich da wieder um? Steuerung einblenden. Bedienungsmodus. Nächste Kabinenkamera, Fahrtkamera, Gaspedal, Bremsen, blablabla. Nächste Maschine, Folgemaschine, aussteigen. Scheinwerfer, Handbremssteuerung, ausblenden. Ja. Nein, ich will nicht fahren. Wo steuert sich das gleich wieder um? Shift. Ah, jetzt. Okay, gut. So. Genau. Nicht aussteigen, Depp. Mann. So. Halt, das auch nicht. Habe ich das jetzt voll verlernt, oder was? Ah. Ah, mit G. Okay, gut. So, wieder hoch. So. Gut. Machen wir mal wieder das hier runter. Jetzt hoffe ich bloß, dass ich da gut reintreffe. So. Gut, funktioniert. Ja, aber ich habe verdammt wenig FPS. Krass. Ups, ganz zu. So. Oh, der Arbeiter, der holt doch ganz schön viel Gold raus da hinten in dem Eck. Schon 8 Unzen. Vielleicht können wir uns ja bald mal größere Maschinen dann leisten. So. Hey René Powitz, servus. Hi Lips, nein Lips, es gibt nichts Neues. Und wenn, dann kannst du die neuen Infos beim Schatz im Discord holen. So. Und bei dir alles fit, Lipsy? Ich hoffe, das ist laut genug bei euch. Ich habe das Gefühl, ich höre fast gar nichts. Also wie man sieht, tun die doch immer wieder ganz gut was dran arbeiten an dem Spiel. Allein mit der Anzeige jetzt, dass man weiß, wo man sich gerade befindet beim Bagger,
Das heißt, man kann wahrscheinlich dann auch von innen schön schauen. Ah ja, genau. Das ist cool. Kann man jetzt von innen schön baggern. Cool. Right. Ja, doch, ist cool. So, Fall möchte ich so schnell wie möglich einen Waschtisch holen, damit man das auch automatisch machen kann. Was, der letzte Arbeiter hat das Gold behalten? Das halt bloß. Boah, schon 10. Also doch, da kommt doch einiges zusammen. Nicht schlecht, Herr Specht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich kriege, passt nichts in die Schaufel rein. Oder passt da so viel in den Behälter? Machen wir da hinten weiter. Es wird Nacht. Ha, die Wölfe heulen schon. Ich glaube, wir fahren jetzt das Gold, was wir haben, erstmal zum Verkaufen und holen uns eine Wasch Rinne oder besser gesagt so einen Rütteltisch, weil dann hat man das Gold schneller bearbeitet oder soll ich weiterhin mit der Hand schürfen? Was meint ihr? Na, wie viel haben wir drin? Ach, erst 45%. Wow. Braucht er ewig. Nee, den Sound lasse ich jetzt so, André. Außer ihr wollt es wirklich lauter haben. Na komm, hopp, hopp. Also 12 Unzen. Also der holt ganz schön Unzen her. Das ist schon cool. Kann. Also bei Twitch ist er lauter als die Facebook. Dafür ist das Bild besser als bei Twitch. Ja, toll. Irgendwas ist immer. Was, das Bild bei Twitch besser? Okay. Ja, schon komisch. Der eine empfindet so, der andere so. Schon krass.
Ja, wir holen uns jetzt einen Rütteltisch. Können wir dann hier mit aufbauen. Aber, obwohl wir brauchen auch. Ja, Wasser haben wir hier. So, ein paar Schaufeln müssten wir eh bald voll sein. Ups, nicht so weit hoch. Ja, wie viel haben wir? 82%, okay. Geht noch ein bisschen was. Nur zwei, drei Schaufeln. Muss unbedingt jetzt mal das Pad anhängen. Weil mit dem Pad geht es bestimmt besser. So, wie viel haben wir? 89. Eine Schaufel noch. Dann hat das. So. So, dann machen wir aus hier. Die Karre. Aussteigen. So 93%. Gut. Okay, dann fahren wir jetzt mal schnell in die Stadt. Holen den Rüttler. Da brauchen wir dann noch einen Schlauch für Wasser. Genau, den können wir ja dann. Hier können wir, glaube ich, nochmal Wasserschlauch anhängen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. So, wo ist mein Auto? Hier. Ne? Was ist los? Jetzt. War gar kein Sound vom Auto. Ist verdammt leise der Sound. Ich muss nochmal doch noch einstellen. Warte mal. Machen wir ein bisschen so. Und hier auf Ding anwenden. Zurück. Ja, jetzt ist der Sound da. Gut. Da wollen wir schon was gucken. Nein! Stehen bleiben. Hopp. Motor aus. So. Ob wir hier noch irgendwas liegen haben. Schlauchtechnisch. Das ist. Nein, Schlauch haben wir nichts da. Also muss ich Schlauch kaufen. Gut. Jo. Das ist geil, man tut nichts gerade und trotzdem geht's Gold hoch. Oh, ja, geil. Das Licht ist an. Eieiei. Also an der Fahrphysik hat sich noch nichts verbessert. Bin gespannt, ob es gleich wieder der Ladebildschirm kommt. Ja. Loading. Jetzt habe ich gleich direkt drin wahrscheinlich. Ja, Tatsache. Die wollen 16 GB Arbeitsspeicher und ewig große Dinge. Also, und dann kriegen sie nicht einmal das hin. Ihr habt 32 GB. Das ist schon traurig eigentlich. Ja, jetzt schon wieder. Das gibt's ja wohl nicht. Ne, also das ist schon ein bisschen ärgerlich, sowas.
Ja, Differentialsperre ausschalten, ich weiß. Oh, ich sehe gerade, ich muss tanken. Uiuiui. So, schauen wir mal. Ups. Benutzen. Erst verkaufen, nein, Handwerk, Schmied, genau. Was haben wir dann? Gold schmelzen. Ach ja, jetzt kriege ich dauernd so kleine. Das ist auch ein Riesending, was der mir da geschmolzen hat. Ja. So, schauen wir jetzt gleich mal zur Bank. Dam, 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 dam. Carlos, servus. Nicole, servus. Daniel Kiebel, servus. So, jetzt muss ich erstmal. Halt, ja, doch. Fahren wir erstmal tanken. Nicht, dass ich irgendwo stehen bleibe. Ich glaube, der Tankdeckel ist auf der Seite. So, ja, hier öffnen, open. So, dann Schlauch her. Und ab geht's. So, tanken. Gut. So, jetzt hat er schon wieder 1000 hergeschafft. Schaut euch das an. Der Angestellte ist schon cool. So, dann weiter. So, jetzt sag. Ach. Kann man da jetzt durchfahren? Nö. Doch. Ui. Haben die Map vergrößert oder was? Wo bin ich da jetzt? Ach, da geht's dann hier rüber. Aha. Crystal Lake. Okay, die haben das doch. Schon wieder ein bisschen. Ja, aber es ist immer noch kein KI unterwegs. Und das ist das, was mich immer noch stört, weil man sich so wie in einer Geisterstadt vorkommt. Mit, da ist nichts los. Na, Carlos, alles fit? Ah, oh, jetzt hängt das schon wieder. Das ist das, wo ich nicht verstehe, warum. Also, das müssen sie wirklich neu in den Griff kriegen. So. Dann brauchen wir jetzt einen Wasserschlauch. Ja, wir nehmen nochmal einen Benzinkanister mit. Den füllen wir dann gleich auf. Dann brauchen wir einen Wasserschlauch. Wo ist es denn? Hier. Und das Gerätlein hier. 6000 kostet es. Nehmen wir auf alle Fälle mit. So. Ja, Bestellung. Verwendet das Slots, hä? Ja, Bestellung. Gut. Das müsste jetzt draußen liegen, oder? Ja, genau. So, wir fahren dann nachher nochmal schnell zur Tanke vor und auch zum Bank. Um den Ding, was wir hinten drin liegen haben, zu verkaufen. Damit wir heute Bares haben, weil der Angestellte will natürlich auch Geld haben. So. Halt, gehst du zu. Machst du zu hier. So. Halt, haben wir noch ein Stromkabel? Ja, Stromkabel haben wir noch. Ja, genau. Bam. Ladungssicherung braucht man hier nicht, weil da fällt nichts runter. Außer man fährt mit 1000 Sachen gegen eine Mauer. So. Dann verkaufen wir jetzt unseren Goldbahn. Na komm. Also alles an Gold, was wir jetzt eigentlich haben.
Wollte man verkaufen, was haben wir denn da? Obwohl, aber wir haben da schon einiges an Zeug, schaut mal an. Dann verkaufen wir den jetzt mal. Den. Ah, die verkaufen jetzt alle mal. Dann sehen wir mal, was wir haben. 17.000. Cool. So. Ah, dann zurück zum Claim. Und dann tun wir mal den Kübel schauen, wie viel das drin ist. Eieiei. Oh Mann, die Fahrphysik. Und dann durch das Speichern, durch das Laden, das ist so doof. Ja, aber das ist halt dann bloß immer ein Gramm oder irgendwie so. Also vorhin waren es 19 Gramm, da kriegst du nicht viel dafür. Eine Unze sind, glaube ich, 33 Gramm oder 32, schlag mich tot. Und bis jetzt hat er ja erst 4 Gramm. Also das ist, geht zwar schnell hoch, aber im Grammbereich. Ah, scheiße, jetzt habe ich den Ding nicht aufgetankt. Naja, egal. So. Halt. Licht aus. Gut. So, dann stell mal dich. Warte mal, wir brauchen Kabel von da unten und Schlauchwasser. Das heißt, wir müssen mindestens hier stehen. Den hier aufstellen. Später müssen wir das Ganze eh mal geordnet machen. So, dann kommst du mal her. Na? Nein, kommst du her? So. So, dahin. Genau. Dann brauchen wir noch das eine Kabel. Das Stromkabel. Bam 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 bam. So, ab, gesamtes Gold von Arbeitern. 17, aha. Arbeitslöhne 222, bearbeitete Erde, verdientes Gold, Provision der Miete in Geld, aha, Kreditrückzahlung. Okay. Ach, das wird dann immer täglich ausgezahlt, weil das jetzt wieder auf Null steht. Komisch. Haben sie doch das so geändert? Das finde ich jetzt blöd. Ne, hier nicht. Wir brauchen einmal hier. So, ich hoffe, das Kabel reicht jetzt bis dahin. So, das können wir hier mal ausschalten. So, dann schauen wir mal. Der rüttelt schon den Tisch, oder? Warte mal, schnell abstellen hier. Nein, umkippen. Bleib da. Uiuiui. Nein, hier ist ein bisschen was rausgeflogen, oder? Haben Sie das jetzt doch geändert? Nein! Du sollst gerade stehen bleiben, hallo? Nein! Mann! Jetzt muss ich den einschalten. Ja, jetzt, ja, genau. So. Oh, jetzt, ja, schau mal, jetzt geht's hoch. 32, 33, 47. Also 2 Unzen.
3 Unzen. 4, 5. Wow, da ist ganz schön viel drin im Eimer. Das sind ungefähr... Ja, jetzt ist er fertig. Cool. Das ist nicht schlecht. Da war jetzt gut was drin. 230 Gramm. Das heißt, 30 Gramm circa hat eine Unze. Das ist gut. Das ist gut. So kann man arbeiten. So, aber jetzt schalten wir mal alles hier aus. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir wieder jede Menge Sprit hier im Lager haben. So, da, der Kanister. Dann schalten wir dich mal aus. So, dann schalten wir dich da hinten aus. Das, was ich halt schade finde, ist, dass das Loch nicht kleiner wird. Größer wird, obwohl der dran arbeitet. So. Mann, überall schmeißt er sein Zeug rum. So, jetzt fahren wir erstmal tanken. Hätte ich vorhin gleich mitbringen können, nicht Depp. Eieiei. Nix kann er. Aber das kann er gut. So, gut. Machen wir Licht an. Eieieiei. Das Gold schmelzen wir natürlich auch gleich ein. Aber das tun wir nicht verkaufen, das tun wir einlagern erstmal. Gute Frage, Lips, warte mal. Mal schauen. Ja, gibt's aber nur eine kleine. Jetzt speichert er bestimmt, also lädt er bestimmt gleich wieder. Ja, das ist so, das ist das, was mich stört. Das kann ich mich so aufregen. Nee, für das, dass die 60 GB Arbeitsspeicher wollen und jede Menge Systemanforderungen haben. Also sollte das eigentlich übergangslos gehen. Mann, echt. Oh. Jetzt schon wieder. Mann, Mann, Mann. So, jetzt haben wir erstmal das Einschmelzen, das Zeug. Mann, ob jetzt? Ach, sind wir schon gleich wieder am Ende. In 10 Minuten ist es schon wieder Feierabend. Dann eine kurze Info für heute Abend. Livestream hier auf Facebook und Twitch. Folgendes, und zwar werde ich heute Abend ETS zocken, aber ETS Standard-Map und im Singleplay. Ich möchte ein paar so Spezialaufträge fahren für euch. Einfach mal schauen, weil da gibt es noch einige, die habe ich noch nicht. Mal gucken, was man da so zusammenkriegt. Und, warte mal, Handwerk, genau, so. Gold schmelzen. Boah, da riesenfettes Teil habe ich jetzt gekriegt. Eieiei. War schon Tieflader. Genau. Ja, es wird Singleplay werden heute Abend. Ein paar Spezialtransportaufträge fahren. Machen wir so eine Stunde, also 2-3 Aufträge. Und dann ist Feierabend für heute. Weil ich muss mich zuerst an die vielen Stunden Stream gewöhnen.
damit es dann wirklich richtig cool noch wird. Aber ist ja klar. Ja, André, dann wünsche ich dir was. Schönen Arbeitstag und ja, eine ruhige Nacht. Ruhige Straßen vor allen Fällen. Und dann sehen wir uns morgen. Oder besser die Tage wieder. So, machen wir den hier noch voll. Und den hier voll. So. Bam. Toll, jetzt hat das, als habe ich es umgeschmissen, nicht der. Eieiei. Tanken. Macht er den trotzdem voll? Gut. Hat trotzdem geklappt. Schön. So. Ah, oh, schon wieder. Mann, Mann, Mann. Mal schauen, was gibt es eigentlich hier Neues? Im Laden? Aha. Der ist neu. 146.000 Bohrmaschine. Kann man so Probebohrungen machen. Das ist der Godzilla oder wie der, ne, Frankenstein heißt der genau. Das ist ein riesiges Förderband. Da ist ein Bagger. Was kostet denn der eigentlich? Der größere, 86.000. Na, da müssen wir ein bisschen hinarbeiten. Radlader. Denn, das ist das, der große Stromgenerator. Der ist geil. Aber das dauert noch, bis wir da die Maschinen alle haben. Naja. Was kostet denn das Ding? Der Mückenkipper 159.000. Ja, also, wir arbeiten erstmal mit dem, was wir haben. So, jetzt bringen wir das Zeug zurück und dann machen wir Feierabend. Und dann geht es nächste Woche Montag weiter mit Gold Rush. Also, das sind zwischen 40 und 45 Minuten Videos, die auf Twitch sind, die ich auf YouTube rüberschicke. Wäre cool, wenn ihr die dann nochmal anschauen könnt oder einen Kommentar da lasst oder einfach mal einen Daumen. Genau. Da muss man echt vorsichtig fahren, weil sonst kommt man so ins Rutschen. Jetzt hat er schon wieder 3 Gramm zusammen. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt so einen zweiten Angestellten. Ups. So. Gut, so, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Jetzt machen wir mal Tag. Halt, wir müssen Fenster. Ah, das Licht ausmachen. Ja, dass uns die Batterie kaputt geht. So. Dämmerung. Boah, da jetzt hat er 20, fast eine Unze. Schutz haben. Cool. So, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche am Montag wieder, wenn es weitergeht hier bei Gold Rush. Heute Abend 20 Uhr geht es weiter mit ETS. Wie gesagt, ich spare ja ein paar Singleplay-Runden und zwar. Passt so Sondertransporte, so Spezialtransporte, Spiel speichern. Ja, genau. Und da so 2, 3 Stück bis 21 Uhr, 21:30 Uhr. Ja, und morgen geht es natürlich weiter. Wie seht ihr auf charitygamer.de oder auf Facebook im Sendeplan, also im Livestreamplan. Ja, hat Spaß gemacht jetzt erstmal und wir sehen uns dann später wieder. Bis dann. Tschüssi.